Ja, jetzt sitze ich hier nach dem Grand Prix von Bahrain. Insgesamt, ja, natürlich nicht so ein Highlight wie jetzt Shanghai, aber trotzdem ist es ein okay Wochenende, weil die Bedingungen waren hammerhart für Reifenmanagement hier. Ja. Also die Hinterreifen, man kann nicht eine Runde schnell fahren. Man muss nur die ganze Zeit ganz vorsichtig, man darf nicht einmal irgendwie ein Übersteuern haben. Also das ist echt eine Kunst, mit den Reifen umzugehen. Und da lerne ich halt auch die ganze Zeit und ich finde es eine große Herausforderung. Also eigentlich sehr interessant und macht die Rennen natürlich sehr spannend, wie man sieht, weil das einfach ein totales Durcheinander auch ist momentan. Und für mich mein Rennen heute, ja, erste Runde war nix. Ich glaube einfach ungünstig, ja, immer am falschen Platz, falschen Ort. Und dann von P9 echt Hammerstrategie und das Beste daraus gemacht, ja, fünfter Platz. Ich glaube, auch wenn ich vorne gestartet wäre, wäre mehr wie fünfter wahrscheinlich heute nicht rausgekommen. Von daher ist das echt okay. 35 Punkte in einer Woche, das ist echt super. Und 18 Punkte von der WM-Spitze, also da kann auch einiges gehen jetzt. Und wir haben jetzt ein paar Tests und Updates und so im Auto und daher bin ich ganz guter Dinge jetzt für die Zukunft. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss und bis bald vielleicht beim DTM-Rennen, weil ich komme nach Hockenheim.